Speichern und weiter. In die Fresse an, weil das Kombinationsschluss. Wow, verkehrt. Hast du einen Schaden oder was? Lass mich. Aber ich hab dich. Ich bin hier in die Ecke. Was ist denn hier bitte schön los? Ja, Mann, ich hab ihn noch umgebracht. Lass mich. Und das hat geht. Okay. Da hinten kommt der Blutsauger wieder, der uns mal wieder gekonnt ignoriert. Ach ja, ich sollte vielleicht einfach reinrennen. Ich mag da nicht rein. Genau wegen dir. Ach, guck mal. Der hat wieder bloß eine Saugtentakel dabei. Hier ist gar nichts. Nichts, kein einziges. Bis hin und hin sind irgendwelche Geheimnisse. Sieht nicht so aus. Mann, da wollte ich mal erkunden und finde dennoch nichts und Mist. Was bist du denn? Das war kein Master Yoda hier. Das ist was anderes. Auf jeden Fall ist es feindlich. Puh, weiter geht's. Nichts. Ein Artefakt namens Qualle. Irgendwie bin ich hier bloß am F6 drücken. Es wird wieder... Dieses Türquietschen macht mich überhaupt nicht nervös. Genauso wenig wie diese Blutsauger. Genauso gefällt's mir, tot. Ah, hier ist also der Schacht mit der Feueranomalie, wo wir hätten reinspringen können, aber ich es lieber mal nicht gemacht habe. Denn mit Feueranomalien ist nicht zu spaßen. Medikits. Aha. So, weiter geht's in den dunklen
mehr oder weniger dunklen Räumen. Und ohne Ziel. Mann, eigentlich brauchen wir bloß diesen Zugangscode. Ich habe keine Ahnung, wo wir ihn finden werden. Oder ob wir die Tür eventuell umgehen können. Ich folge einfach meinem Bauchgefühl. Und wie man sieht, ist es ziemlich scheiße. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Ich kann es schlecht einschätzen. Komm, vielleicht müssen wir hier hoch. Und dann hier hoch. Und dann, ja. Wahrscheinlich hier lang. Hier hat sogar jemand Bretter hingelegt. Sehr fürsorglich. Und wir sind jetzt auf der Höhe, wo wir hin müssen. Ich will ja nichts sagen, aber irgendwie kommen wir hier nicht so weiter. Schade, ich dachte, da oben können wir denn noch irgendwie. Wand. Und es ist gerade extrem ruhig. Man hört wirklich gar nichts. Bloß meine Stimme und wie ich atme. Und eventuell mein Herzschlag. Der momentan auf 180 ist ungefähr. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft. Der Schalter. Ein einfacher Schalter für eine ganze Maschine. Okay, dann werden wir es tun. Wir werden ihn umlegen, nach unten ziehen. Wir werden es machen. Und wir werden gleich in Ohnmacht fallen. Hier ist, was du suchst, Stalker. Was? Wer zur Hölle? Ja, das war ja wieder ein sehr beruhigender Traum. Irgendwie hatte der Typ. Ich weiß nicht, ob das Strelok ist, den wir da gesehen haben. Aber er hat ziemlich viel Ähnlichkeit mit demjenigen, der uns gerettet hat. Kann doch bloß eine Einbildung sein.
Hier haben wir eine schöne Statistik. Und Anfängerbanditen haben wir bisher am meisten umgebracht. Hey, wer hätte das erledigt? Und auf der Rangliste sind wir endlich Erster. So, Kontakte. Ich glaube, wir haben gleich ein dickes, fettes Problem. Ein sehr, sehr großes Problem. Wow, wo kommst du denn her? Wo kommst du denn her? Was? Wo? Wie zur Hölle? Okay. Ich glaube, es ist Zeit für eine kleine Aufnahmepause. Ach du heilige Scheiße, und da wird uns noch einiges vorgestiegen. Naja, wie gesagt, kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Und ich hoffe, wir werden bald zum Wunschgönner können. Oder wir machen noch ein paar Nebenquests. Keine Ahnung. Und wird es das Ende sein von Stalker? Ich hoffe nicht. Denn das Spiel macht wirklich sehr viel Spaß, auch wenn ich hier manchmal eines Herzinfarktes nahe bin. Aber so soll es dann natürlich in einem Grusel-Shooter sein. Ich sage dann mal wieder Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Glogo.